Servus, hallo zusammen, mein Name ist Michael Schommer. Ich komme aus Stuttgart. Mein Name ist Michael Schommer, mein Twitter-Nick ist MuseVG. Ich komme aus Stuttgart und bin dort im NoSpy e.V. aktiv. Wir machen Dinge. Unter anderem haben wir Arbeitsgruppen für Aufkleber und Schulunterrichtsunterlagen. Und wir nehmen an Demos teil und an Lesungen. Und wir machen zweimal im Jahr eine Konferenz. Die nächste jetzt im November, die NoSpy-Konferenz. Das ist ein Drittel ist ein festes Programm, so wie hier. Und zwei Drittel sind Barcamp-Slots. Das heißt, da kann jeder kommen mit seinem Vortrag in der Tasche oder auch mit seiner Frage in der Tasche, kann sich hinstellen und sagen, ich kann was erzählen zum Thema X oder kann mir jemand erklären, wie es um Thema Y steht. Und ist also für jedermann offen zum Mitmachen an der Stelle, ohne jetzt hier mit Call for Papers und du darfst kommen oder du darfst nicht kommen oder ja. Genau. So, kleines bisschen Werbung am Anfang, ne? Dass ihr euch nicht wundert, warum das hier alles so komisch aussieht und ich so komische hier Folklore trage. Ich habe euch heute mitgebracht das Thema SIP und so, Mobiltelefonieren ohne GSM, die 2015 Edition. Ich habe den Vortrag schon ein paar Mal gehalten und da auch Feedback von den Teilnehmern mit eingearbeitet in diese Version. Ihr seid gerne aufgerufen, mir euer Feedback auch zu geben. So, Disclaimer, your mileage may vary. Vielen Dank für die Beachtung aller Sicherheitshinweise, Gesetze, AGBs, wie sich das gehört. I am not a lawyer. Das Ganze ist Work in Progress und wie gesagt, euer Feedback ist sehr willkommen. So, warum halte ich diesen Vortrag oder worum geht es mir? Mir geht es darum, dass wir uns über die letzten N Jahre, ich habe seit 20 Jahren, habe ich festgestellt, ein Mobilfunk, hier so ein Gerät, wir haben uns daran gewöhnt, immer und überall mobil zu telefonieren und erreichbar zu sein. Leider sind wir dadurch aber auch immer und überall trackbar, weil die Mobilfunkzellen müssen halt wissen, wer eingebucht ist, wo wir eingebucht sind, um uns die Gespräche zu uns routen zu können. Damit weiß eben auch der Mobilfunkanbieter immer und jederzeit, wo wir uns gerade aufhalten, wo wir unterwegs sind. Gerade eben noch in der Funkzelle X, jetzt in Funkzelle Y, nachher in Funkzelle Z. Alles klar, der Herr Schommer ist unterwegs von Dings nach Bums oder ist gerade im Hallenbad oder im Puff oder wo auch immer. Damit gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Profile zu erstellen. Profile, Bewegungsprofile. Ja, wie oft ist er denn da an dieser besonderen Stelle, in diese besonderen Funkzelle eingebucht, der Herr Schommer? Sind da vielleicht gerade irgendwelche anderen Leute auch eingebucht? Sind vielleicht zur selben Zeit immer dieselben Leute in derselben Funkzelle eingebucht? Also korrelieren von unterschiedlichen Bewegungsprofilen. Kann man da vielleicht interessante Erkenntnisse draus gewinnen? Dumm ist bei diesem Thema Telefonieren und Erreichbarkeit und Trackbarkeit, dass die Mobilfunknummer, die Telefonnummer an die SIM gebunden ist. Das heißt, ich kann nicht einfach mein Handy wechseln und damit vielleicht irgendwelche Bewegungsspuren hinter mir verwischen, weil dann bin ich meine Telefonnummer los. Ja? Das würde dann bedeuten, ich müsste allen Menschen in meiner Umgebung sagen, ich bin jetzt nicht mehr unter Telefonnummer A erreichbar, sondern unter B. Und wenn ich das Ganze in 4 Wochen nochmal machen möchte, habe ich wieder eine neue Telefonnummer. Kann man machen, muss man aber nicht unbedingt, finde ich ein ziemlich doofes Ding. Also das ist eine Sache, auf die ich gerne verzichten kann. Genau. SIM-Wechsel gleich Nummernwechsel, das finde ich doof. Deshalb habe ich mich mit diesem Thema hier beschäftigt, weil da gibt es vielleicht Möglichkeiten, das zu umgehen oder Dinge zu tun. Ich habe einen Selbstversuch gemacht über mehrere Monate, seit Herbst letzten Jahres bis jetzt hier in den Frühsommer diesen Jahres. Ich wollte möglichst gut mobil telefonieren. Mir war klar, ich kann diese immer und überall Telefonie, von der muss ich mich verabschieden, wenn ich nicht getrackt werden möchte.
Aber ne, möglichst gut mobil telefonieren, möglichst gut unterwegs erreichbar sein. Ja, es ist ja, früher, als ich, also die Älteren unter euch werden sich daran erinnern, bevor es so Mobilfunk gab, da hat man sich halt verabredet. Ich bin um 4 da, bist du auch da, alles klar. Dann treffen wir uns dann da zum Eis essen, Hausaufgaben machen, was auch immer. Und dann konnte eben nur von Festnetzanschluss zu Festnetzanschluss hoppen und dann da erreichbar sein oder jemanden erreichen. Ich glaube, da gab es auch Telefonzellen. Erinnert sich jemand auch an Telefonzellen? Du kennst sogar noch gelbe. Oh Gott, du bist auch schon, du hast so graue Haare. Ja, okay. Ja, die waren früher mal gelb. Bevor sie Magenta waren, waren sie gelb. Ja, im Checkspace in Stuttgart steht eine gelbe Telefonzelle. Ehrlich? Die im Checkspace haben sie umgebaut zur Duschkabine. Also sehr, sogar mit warmem Wasser und mit LED-Dings. Also, wer nach Stuttgart kommt, Checkspace, Stuttgarter Hackerspace, Telefonzellendusche, sehr empfehlenswert. Bitte? Steht in der Damentoilette. Also, du kannst hinter dir die Tür zumachen. So, und das Ganze ohne ständig per Mobilfunk trackbar zu sein. Ja, letzte Folie, letzter Satz, Mobilfunknummer an Mobilfunk-SIM gebunden. Was ich versucht habe, ist die Quadratur des Kreises vielleicht. Schauen wir mal. Ein Satz zum Thema Bewegungsprofile. Das hier ist, das kennen bestimmt viele von euch. Malte Spitz ist ein Grünen-Politiker, der war lange Jahre Mitglied des Grünen Bundesvorstands. Und der hat seine Daten aus der ersten Vorratsdatenspeicherung, da hat er sich Zugriff zu erklagt, musste er tun. Da klagen, dass man irgendwie aushändigt. Und das ist hier bei der Zeit, die haben das sehr, sehr schön visualisiert. Da kann man dann sehen, hier sieht man, er war da am, das sieht man da unten jetzt nicht mehr, am 31.08.2009 um 14:36 Uhr war er in dieser Funkzelle hier eingebucht. Irgendwo zwischen Leipzig und da. Wenn man das so schaut, da war er gerade unterwegs. Da war er in der Funkzelle, da war er in der Funkzelle und so weiter. Ja, so sieht es also aus. Und als nächstes geht er dann in diese Funkzelle rein. Ja, da war er irgendwie mit der Bahn unterwegs oder so. Oder auf der Autobahn. Ja. Will sagen, so sieht es aus, so sehen auch eure Profile aus, so sehen eure Daten aus, die bei den Mobilfunkanbietern da sind und die mit der neuen Vorratsdatenspeicherung auch gespeichert und ausgewertet werden können. So, und da gibt es was anderes zum Beispiel, wenn ich mir das anschaue, das sieht man jetzt hier, das sieht man jetzt leider hier nicht so gut, weil das unten abgeschnitten ist. Also diese App, diese Anwendung da bei der Zeit ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Da sieht man nämlich auch, wo er sich an welchen Tagen oder er sich in diesem Kartenausschnitt aufgehalten hat. Ja? Und da sieht man, da kann man da auch so bestimmte Profile, auch da Profile oder Muster erkennen. Immer mittwochs abends ist er da. Komisch, was macht er denn da? Hat er da eine Affäre? Oder trifft er sich mit seiner Terrorgruppe? Oder was macht er denn immer da mittwochs in dieser Funkzelle? Ziemlich doofe Sache, sowas. Es gibt ja Menschen, die beim Thema Überwachung dann sagen, ja, das sind ja nur Metadaten. Das ist ja, solange die nicht in das Gespräch reinschauen, das ich da führe, ist es ja alles nicht so schlimm. Ja, es ist dann doch ziemlich schlimm, weil man, das sind Metadaten. Damit kann man ziemlich gut nachvollziehen, was jemand macht, mit wem er sich trifft und so weiter. Gewohnheiten. Und ein Beispiel, das ich immer gerne bringe, hätten wir damals, 98, diese Metadatenerfassung und Auswertung, die wir heute haben, hätte sie damals schon gegeben, hätte es vielleicht diese Fusion Daimler-Chrysler gar nicht gegeben. Ja? Dann hätte vielleicht ein findiger Analyst festgestellt, aha, der Jürgen Schremp ist in Funkzelle X. Guck an, der Bob Eaton ist auch in Funkzelle X. Und ist aber ziemlich oft in derselben Funkzelle. Jetzt sind sie hier in Davos gemeinsam, das ist vielleicht normal. Oder ach, guck mal da, jetzt sind sie da schon wieder zusammen und wieder zusammen und wieder zusammen. Guck mal, der Schremp und der Eaton, die sind viel häufiger zusammen als irgendwelche anderen normalen Automobilkonzernchefs.
Läuft da vielleicht was? Müssen wir vielleicht bei dem Wirtschaftsministerium Bescheid geben? Und das Wirtschaftsministerium sagt, Herr Eaton, wollen Sie vielleicht mit dem Herrn Schremp da fusionieren? Ja, nee, machen Sie nicht, Sie fusionieren lieber mit GM oder Ford oder so. Oder wir peppen Sie mit Staatsgeldern auf, was auch immer. Ja, also ist es, muss man sich bitte schön auch mal verwirklichen oder vergegenwärtigen, dass solche Informationen, solche Metadaten, solche Bewegungsprofile gerade auch bei Mergers and Acquisitions extrem verräterisch sein können. Ja? Wer vielleicht mit wem demnächst fusioniert. Oder House of Cards, kennt es jemand? Handzeichen. Aha, okay. House of Cards ist eine Serie, TV-Serie bzw. Netflix-Serie, um Kevin Spacey als amerikanischer erst Parlamentarier, Mehrheitsführer, dann Vizepräsident und schlussendlich Präsident. Ist ganz nett anzuschauen, ja, von wegen Werte, Fairness, irgendwie alles egal, Hauptsache Macht. Also Wien, jeder normale Politiker auch, also ob das jetzt Berlin oder Washington ist, ich glaube, da gibt es wenig Unterschiede. Und vieles von dem, was da passiert, wäre und was da immer vertuscht wird und unterm Teppich gehalten wird, wäre überhaupt nicht unterm Teppich zu halten oder ist überhaupt nicht unterm Teppich zu halten, weil die Handydaten natürlich gesammelt werden. Ja. Vieles von dem, was da geheim, ja, ist anhand von Bewegungsprofilen jederzeit aufdeckbar. Also, ja. Da ist die Wirklichkeit, hat da das Haut auf das, die Soap oder die Serie rechts überholt. Eine mögliche Lösung ist vielleicht SIP. SIP, Session Initiation Protocol, RFC 32861, wird oft als Synonym für VoIP benutzt. Es geht also um, es geht um Telefonie über IP. Ja? SIP oder VoIP erlaubt Telefonie über LAN oder WLAN oder auch 3G, also sprich Mobilfunk, wenn man unbedingt möchte. Da gibt es kommerzielle Anbieter dafür, zum Beispiel Zipgate ist ein Bekannter hier aus Deutschland. Es gibt sehr interessante Billigheimer in dem Segment, also Firmen, die für extrem kleines Geld internationale Calls anbieten, zum Beispiel FVD, Free VoIP Deal. Da kann man für Centbeträge ewig lang nach Timbuktu telefonieren und so. Das ist also für jemand, der viele internationale Bekanntschaften hat und mit denen regelmäßig telefonieren möchte, sehr interessantes Thema. Dus.net ist ein, glaube ich, ehemals lokaler, aber inzwischen überall verfügbarer Anbieter. Und wichtig ist an der Stelle, SIP ist nicht Skype. Also ja, man kann mit SIP genauso wie mit Skype telefonieren übers Internet, aber technisch sind die nicht kompatibel. Die machen ähnliche Dinge, aber es ist nicht dasselbe und nicht kompatibel. Man kann SIP, im SIP kann man Teilnehmer auf zwei Arten adressieren. Einmal mit SIP-Adressen, die sehen ganz ähnlich aus wie RFC 822 E-Mail-Adressen, bla@sip.anbieter.org. Oder es geht auch mit normalen Telefonnummern. Ja, also man kann ein SIP-Telefon, wenn man das mit Telefonnummern macht, genauso bedienen und genauso anrufen wie ein normales, herkömmliches, klassisches Telefon. SIP-Adressen, also jetzt nicht Telefonnummern, sondern diese, ne, mit dem Klammeraffen, können mehr Anonymität bieten, später dazu mehr, sind aber nicht im Telefon erst erreichbar. Schade. Andersrum, Telefonnummern kann man normal anrufen, die sind aber dann, die müssen offiziell bei kommerziellen Anbietern registriert werden, mit Adressprüfung, das ist leider eine Vorgabe der Bundesnetzagentur oder in anderen Ländern auch von deren lokalen Gesetzgebern, dass es eben, dass man da eben keinen Schmu machen kann. Na, da fehlt ein N. Egal. Shit, sorry. So, wo waren wir denn? Da waren wir. So,
SIP mit Nummer, ich habe es eben schon erwähnt, kommerzieller Anbieter. Man legt ein Konto an, man kann mal Geld drauf einzahlen oder man kann da Postpaid seine Bankdaten hinterlegen, dass die einem eine monatliche Rechnung schicken. Eingehende Nummer oder Anrufe sind in der Regel kostenlos, also man kann sich da ein kostenloses Account anlegen und ist dann darüber erreichbar unter dieser Nummer. Aber es ist immer mit Registrierung und Verifikation verbunden. Ausgehende Anrufe sind in der Regel kostenpflichtig, das heißt, man muss erst was aufladen, bevor man telefonieren kann. Preise sind teilweise extrem günstig, bei diesem FreeVoIP-Deal zum Beispiel oder bei vielen anderen, die in dem gleichen Geschäftsmodell unterwegs sind. Bei den deutschen Anbietern sind die Preise teilweise ähnlich wie bei Mobilfunk. Also gerade auch im SIP nach Mobilfunk anrufen ist ein relativ teures Spaß dann. So, und da gibt's so, kann man so Sachen basteln, weil viele von diesen VoIP-Geräten oder dieser VoIP-Software, die man auf Handy oder Rechner installieren kann, die unterstützen mehrere Accounts gleichzeitig. Und da kann man solche Dinge machen wie, für eingehende Anrufe unter einer bestimmten Nummer habe ich einen Account bei Zipgate, ja, mit der deutschen Telefonnummer aus Stuttgart beispielsweise. Und für ausgehende Anrufe habe ich dann den billigen Anschluss, das billige Account von FreeVoIP-Deal. Ja? So bin ich unter einer normalen Nummer erreichbar mit dem einen Account und telefoniere sehr, sehr günstig mit dem anderen Account. Das so als kleiner Schmankerl am Rande. Wie gesagt, die meisten Geräte unterstützen mehrere Accounts. SIP ohne Nummer. Habe ich mich nicht so intensiv mit beschäftigt, weil es mir eben darum ging, normal für normale Menschen mit normalen Telefonen erreichbar zu sein oder mit denen zu telefonieren. SIP-Adresse bei Linphone beispielsweise, da gibt's die, haben eine Software namens Linphone rausgegeben und sind auch Anbieter und Registrar für diese Adressen. Das geht auch, habe ich meiner Schwiegermutter auf deren Rechner als Skype-Ersatz. Die machen auch Videotelefonie, dass sie dann halt mit Enkeln und so telefonieren kann, Videotelefonieren kann statt Skype. Nette Sache. Da muss man nichts anderes tun, da gibt es keine Adressverifikation, da gibt es nur eine E-Mail-Überprüfung und fertig. Noch mehr Anonymität kann man da mit Sachen treiben, mit die Fritzbox als registrarlose VoIP-Adresse. Ich bin ja nicht so tief eingestiegen, da ist noch mehr möglich. Oder wenn man eine geschlossene Benutzergruppe haben möchte, die sich über VoIP miteinander telefoniert, was weiß ich, die Al-Qaida-Gruppe, Stuttgart-Weißenhof oder so, dann kann man das mit auf einem virtuellen Server irgendwo im Internet sich eine VoIP-Software installieren. Gibt es als Open Source, kein großer Aufwand. Und dann hat man seine eigene Telefon-Community. So, Endgeräte. Genau. Das Ganze geht mit richtigen Telefonen. Also vielleicht kennt jemand auch sowas hier. Das ist ein WLAN-Telefon. Hab mich hier damit in das MRM-CD WLAN eingebucht, funktioniert relativ gut. Das Ding kann noch kein WPA 2, das ist 10 Jahre alt, das kann nur WPA. Aber es funktioniert hier. Es gibt auch, das kennt man heute, glaube ich, immer häufiger, diese VoIP-Telefone, die kabelgebundenen, also richtige Schreibtischtelefone. Ist jetzt für Mobiltelefonieren jetzt nicht unbedingt so der Fokus gewesen. Ja, man kann ja schlecht in der Gegend rumlaufen und wo ist denn, kann ich mich mal an eure Fritzbox anstecken? Ich muss mal kurz telefonieren. Das wird nicht überall funktionieren, ja, aber sowas hier funktioniert überraschend gut. Oder eben eine Softphone-Software auf einem Handy. C-SIP Simple, SIPdroid, was es da gibt, verschiedene Geschmäcker. Funktioniert relativ gut, nach meiner Erfahrung jetzt. So. Eins habe ich noch, sowas hier. Das ist ein DECT-Telefon. Die Gegenstelle, die habe ich jetzt nicht mitgebracht, die steht zu Hause. Die Gegenstelle spricht dann VoIP.
Also zwischen diesem Teil hier und der Gegenstelle wird deckt gesprochen. Das heißt, es ist relativ stromsparend, es ist relativ effizient. Und die Gegenstelle hat dann keinen normalen Telefon- oder ISDN-Anschluss mehr, sondern die hängt bei mir im Netz mit Ethernet und spricht dann VoIP raus ins Internet. Das ist die Lösung, die sich heutzutage eher durchgesetzt hat als diese Teile. Weil diese reinen WLAN-Telefone sind ziemlich stromfressend. Während das hier ist, hat mehrere Tage Standby, das geht deutlich effizienter. So. Okay. Vorteile SIP. Man ist mehr oder weniger anonym, wenn man telefoniert. Ja, also mehr Anonymität hat man, wenn man auf so eine SIP-Adresse gehen kann. Weniger Anonymität bzw. keine Anonymität hat man, wenn man mit richtigen Telefonnummern arbeiten will. Das ist das, wo ich eben schon gesagt habe, mit Registrierung und Vorgaben von der Bundesnetzagentur. Sehr anonym wäre das, wenn man sowas macht wie dieses mit dieser eigenen Fritzbox, mit eigenem Registrar. Das Ganze ist auch mehr oder weniger kostenlos und SIP erlaubt die Trennung von Telefonnummer und Mobilfunk-SIM. Ja? Ich habe meine Telefonnummer, diese SIP-Telefonnummer, die ich mir habe geben lassen, von SIPgate in diesem Beispiel, die habe ich auf diesem Gerät und auf diesem Gerät und auf diesem Gerät und auf diesem Gerät und zu Hause habe ich die auch nochmal auf meiner Telefonanlage, auf diesem Deckteil. Ja? Und ich habe das auch alles gleichzeitig. Ja, das heißt, wenn da jemand anruft, habe ich das alles, klingen alle Geräte, wenn ich das so will. Das heißt, ich kann von Gerät zu Gerät wechseln, ich kann das Gerät mit jemandem tauschen, ich habe die Nummer, bleibt immer die gleiche, ich bin immer unter der gleichen Nummer erreichbar und damit habe ich diesen Punkt, den ich eben angesprochen habe, die Trennung von Telefonnummer und Mobilfunkkarte, die habe ich an der Stelle. So, Nachteile gibt es natürlich auch, leider. Verschlüsselung wird von den meisten kommerziellen Anbietern nicht unterstützt. Das heißt, der SIP-Traffic ist normalerweise unverschlüsselt. Es ist wohl so, ich habe das selbst nicht überprüft, es gab Feedback von einem Teilnehmer aus einem früheren Vortrag, die Firma Dusnet, die soll wohl Verschlüsselung anbieten. Ich habe das noch nicht überprüft. Erreichbarkeit und Sprachqualität sind nicht immer zufriedenstellend. Das gilt vor allen Dingen dann, wenn man in einem WLAN unterwegs ist. Ja, also wenn man wirklich LAN-gebunden ist, ist das super geil. Oder auch hier dieses Deckt-Thema zu Hause, perfekt. Aber hier oder halt mit dem Handy irgendwo in einem WLAN, da ist die Sprachqualität und ja manchmal nicht so zufriedenstellend. Das ist aber halt ein Problem mit WLAN. WLAN ist, glaube ich, nicht so gut, super, mega geeignet für sowas. Es gibt manchmal Situationen, wo man ein bisschen Gefrickel hat, bis es läuft. Okay. Man kann keine SMS verschicken über VoIP. Das unterstützt es leider nicht. Das ist sehr schade. Dann müssen wir halt auf irgendwas anderes Verschlüsseltes umstellen. Threema oder so. Und dann gibt es nochmal einen Punkt, den ich aus einem Gespräch mit einem Teilnehmer bekommen habe. Wenn ich nicht über ein WLAN gehe, ein Freifunknetz oder wie jetzt hier das MRMCD-WLAN, sondern wenn ich irgendwo über Mobilfunk Umwege was mache, also mit so einem MiFi-Gerät hier, so einem Mobile Access Point oder einem Tethering über ein Handy oder irgendwas, dann kann es passieren, dass mein Traffic runtergestuft wird, dass mein Traffic mit niedriger Prio übertragen wird, weil die Mobilfunkanbieter mit ihren Datenverträgen das eben nicht so gerne sehen, wenn man da drüber VoIP macht. Ist auch ganz nett, steht auch im Kleingedruckten, wenn man sich irgendwo einen Vertrag holt, da steht dann ganz klein drin, gilt nicht für Voice-over-IP. Ja. Es funktioniert aber manchmal nur eher schlecht. So, zu den Sachen, die ich jetzt ausprobiert habe, oder einige davon habe ich ausprobiert. Also es gibt Menü, es gibt SIP-Adressierung, gibt zwei verschiedene Varianten, nämlich mit SIP-Adresse oder Telefonnummer. Ich habe fast nur Telefonnummer getestet. Ich habe Zugangstechnik für mobil getestet, WLANs, Freifunk,
Ich habe es auch mal getestet auf einem Gerät mit eigener SIM-Karte. Einfach mal so zum Testen. Das bringt natürlich das Thema Nicht-Dreckbarkeit für das Ad Absurdum, aber ausprobieren wollte ich es. Oder was ich auch probiert habe, ist hier sowas, eben ein MiFi, also ein mobiler Access Point. Das ist eben ein Gerät, das auf der einen Seite eine SIM-Karte reinkriegt mit einer Flatrate oder einem 3 Gigabyte Vertrag und auf der anderen Seite kommt eben ein WLAN raus. Gibt es für 25 Euro bei Alibaba. Bitte. Zum Thema Freifunk. Die Frage war Freifunk, Tunnel nach außerhalb von Deutschland und Delay. Es hat funktioniert. Es hat vielleicht ein kleines bisschen länger gedauert, bis dann, also, hallo, hörst du mich? 21, 22, ja, ich höre dich. 22, 23, ja. Aber tatsächlich hat es gut funktioniert. Das Problem war weniger, dass der Freifunk einmal nach Niederlande oder Frankreich geht, sondern das Problem war, manchmal habe ich es so gehabt mit dem einen Gerät, ich habe direkt neben dem Access Point gestanden und hatte eigentlich Vollausschlag, aber trotzdem hat das WLAN Ärger gemacht. Aber das lag wahrscheinlich vielleicht eher an dem Gerät. Ja? Ja. Ja. Also die Frage war, wenn mein Mobilfunkanbieter die Packet Inspection macht und dann vielleicht meine VoIP-Pakete eher verwirft, kann ich einen Tunnel nach Hause machen? Ja, kannst du tun. Oder einen Tunnel zu deinem Server im Internet und von dort aus dann weitermachen. Ja, geht. Ja, damit kannst du... Also das habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber damit solltest du der Deep Packet Inspection ein Schnippchen schlagen. Ja, bin jetzt da kein Spezialist für. Vielleicht gibt es ja einen unter euch, der da eine andere Meinung zu hat, dann vielleicht nachher im Anschluss. So, ja bitte. Ja. Also, du möchtest, der Vorschlag ist, die Telefonnummer des SIP-Anschlusses, der SIP-Nummer zu entkoppeln vom eigentlichen Wohnort. Die Telefonnummer, die du hast, die ist unabhängig von dem Standort. Die Telefonnummer, die ich hier habe, ist eine Stuttgarter Telefonnummer. Ob ich jetzt in Darmstadt bin oder in Stuttgart oder in Kleinposemuckel. Ja. Ja. Okay. Also die Frage ist, ob bei einem Anruf auf, also wenn ich wirklich über 3G irgendwo unterwegs bin und nicht über einen Freifunk oder ein WLAN oder irgendwas, ob dann das SIP-Telefonat mit meiner SIM-Karte korreliert werden kann. Ja, könnte. Also ich weiß nicht, ob die wirklich so weit gehen, dass sie dann wirklich in den SIP-Traffic reinschauen und das dann auch noch korrelieren. Fehlen mir die Informationen zu. Ja. So, du kannst natürlich jetzt, dein Vorschlag ist, dass du generell tunneln möchtest von zu Hause aus. Mhm. Ach so, ja. Okay, also der Vorschlag wäre... Ja. Okay, also der Vorschlag ist über...
Der Vorschlag war zu sagen, du stellst zu Hause oder irgendwo im Internet ein Asterisk oder eine Telefonanlagensoftware hin, die über eine Telefonnummer erreichbar ist und die dann aber das Telefon weiterleitet an deine SIP-Adresse auf deinem Handy. Dass es keine Korrelationsmöglichkeit gibt zwischen SIP-Adresse und Handy. Ne? Und genau, das meinte ich. Entschuldigung, zwischen SIP-Telefonnummer und Handy-Telefonnummer, ja, und Handy-Aufenthaltsort. Das glaube ich, den Aufwand würde ich mir nicht machen. Ich würde, wenn, dann eher tunneln mit irgendeinem verschlüsselten Tunnel, weil dann ist auch also da war die andere Idee und die andere Frage eben, glaube ich, bringt einen größeren Mehrwert, weil dann ist eben der Traffic auch nicht als, zumindest hoffentlich, ihr habt da keine Informationen dazu, dann ist der Traffic an sich auch nicht als SIP-Traffic erkennbar. Ja? Dann eher, da gab es schon einen, ich weiß es nicht. Okay, lass uns weitermachen, lass uns nachher über die Details diskutieren. Noch ein Unterschied, den ich hier machen möchte, ist das Thema Anonymität versus Trackbarkeit. Da ich ja für eine SIP-Telefonnummer meine Identität preisgeben muss, sonst kriege ich ja keine SIP-Nummer, sonst kriege ich keinen SIP-Account, mit dass das normal anrufen kann, habe ich ein geringes Maß an Anonymität an der Stelle. Ja? Mir geht es aber darum, zu unterscheiden zwischen Anonymität, also Zuordnbarkeit, diese Nummer gehört dem Herrn Schommer, versus Trackbarkeit. Der Herr Schommer ist gerade hier, hier, hier und hier und ist jetzt auf dem Weg nach da und wen trifft er denn gerade? So, und eine Idee an der Stelle, die ich vielleicht dieses Jahr nochmal verfolgen werde oder gerne diskutieren möchte, ist, dass man sagt, man hat SIM-Karten, mehrere SIM-Karten und vielleicht auch mehrere dieser MiFi-Geräte und tauscht die einfach alle, keine Ahnung, 3, 4, 5 Wochen wild in der Gegend rum. Heute ist da meine SIM-Karte drin, es ist mein MiFi, morgen geht die SIM-Karte an dich und das MiFi an dich und ich krieg deine SIM-Karte und dein MiFi. Ja? Und so könnte man dann ziemlich komplexes und nicht mehr nachvollziehbares Profilwirrwarr haben. Es gab dann Stimmen in der Vergangenheit, die sagen, vergiss es, brauchst du gar nicht zu machen, die Auswertungssoftware ist heute so clever, die merkt innerhalb von einem Tag, zwei, dass ihr da Geräte und SIMs getauscht habt. Bitte. Ja. Ja, deswegen Stick mittauschen. Ja. Also der Einwand war, wenn ich nur die SIM-Karte tausche und nicht den Stick tausche, dann habe ich ja immer noch dieselbe E-Mail-Nummer und bin immer noch an der E-Mail-Nummer erkennbar. Genau, deswegen war ja der Vorschlag, nicht hier SIM-Karten in Geräte, sondern SIM-Karte separat. MiFi-Gerät separat und der Tausch geht in unterschiedliche Richtungen. Ja, also, dass auch die E-Mail heute noch mir gehört und morgen gehört sie dir und eben nicht mehr mir. Ja, das ist deswegen der Tausch nicht nur von SIM-Karte, sondern auch von dem MiFi-Gerät. Das ist richtig. Klar, das ist natürlich ein Event, das in irgendwelchen Logs dann auftaucht. SIM-Karte wurde aus Gerät entnommen. Ja, aber das Gerät gehört ja jetzt auch nicht mehr mir oder SIM-Karte wurde in ein neues Gerät reingesteckt. Aber das Gerät ist ja auch dann unterwegs. Deswegen, okay, wenn du da vielleicht auch tiefere Einblicke in die Analyse an der Stelle hast, nee, schade. Gut, machen wir mal weiter. Mein Setup war,
ein Google Nexus S, ein ganz altes, und ein Samsung S3, also zwei etwas ältere Android-Geräte und halt auch solche Sachen wie das hier, also ein reines WLAN-Gerät. Auf den Android-Geräten waren Cyanogen Mod bzw. OmniROM, also auch keine Stock-Androids mehr. CSIP Simple, Linphone, ich habe verschiedene andere Clients ausprobiert. Ohne SIM, mit MiFi und mit Freifunk. Und ich habe halt seit über 20 Jahren dieselbe alte Mobilfunknummer. Das heißt, ich habe ursprünglich mal angefangen dann mit einer Umleitung von meinem Handy auf meine SIP-Nummer und habe dann aber auch angefangen, meinen Gesprächspartnern nach und nach zu sagen, ich bin im Moment nicht unter oder vorläufig oder bis auf Weiteres nicht mehr unter der Mobilfunknummer erreichbar, sondern unter der SIP-Nummer 07112 bla 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 bla. So, das hat gerade das mit der Umerziehung, das hat relativ gut funktioniert. Da war ich echt überrascht, ja, dass die Leute da, vielleicht sind sie es von mir nicht anders gewohnt, ja, was macht denn der schon wieder für bekloppte Sachen, aber das hat überraschend gut funktioniert, vielleicht ein bisschen zu gut. Neulich wundere ich mich, warum meine Mutter auf meinem SIP-Anschluss rauskommt. Ja, die hat es noch nicht verstanden, dass ich jetzt das Experiment vorbei ist, dass ich wieder unter der Mobilfunknummer erreichbar bin und nicht mehr unter der SIP-Nummer, oder? Ja. Also der Fallback hat da noch nicht so funktioniert. So. Daraus ergaben sich dann verschiedene Szenarien, die ich ausprobiert habe, mehr oder weniger intensiv. Normale GSM-Telefonie, ich gehe da gleich nochmal ein kleines bisschen weiter drauf ein. Dann SIP-Adresse und Freifunk, das nur mal so kurz am Rande, mal einfach nur, damit ich es ausprobiert habe. SIP-Telefonnummer und Freifunk, das war eine Zeit lang eben das Hauptaugenmerk. Wir haben in Stuttgart in den letzten Monaten intensiv am Freifunk jetzt gearbeitet. Wir sind natürlich immer noch weit weg davon, flächendeckend zu sein, aber naja, okay. Und dann SIP-Telefonnummer per 3G und MiFi. Ja. Das war dann so eine Kombination aus diesen letzten beiden Szenarien. Damit bin ich dann wirklich mehrere Monate unterwegs gewesen. Ja, also wenn ich irgendwo in einem WLAN-Netz war, wenn es irgendwo Freifunk gab oder irgendein anderes freies WLAN, war ich da drin, ja, und habe mein MiFi ausgemacht. Und wenn ich dann unterwegs war, war ich entweder nicht erreichbar, ja, vorsätzlich, ja, oder ich habe, wenn ich wollte oder wenn ich da, ja, vielleicht muss ich doch erreichbar sein, keine Ahnung, vielleicht was mit den Kindern oder Projekt oder irgendwas, dann habe ich den MiFi angemacht und war dann eben unterwegs per MiFi und mit dem dort aufgemachten WLAN unterwegs. So, kurz in einzelnen Szenarien. Normale GSM-Telefonie, Anonymität gering bis mittel. Also normalerweise ist man bei normaler GSM-Telefonie natürlich nicht anonym, weil man ja dem Mobilfunkprovider bekannt ist. Ja, es gibt da kleine Tricks und Nicklichkeiten, wie man das verschleiern kann, wenn man eine Prepaid-Karte bei so einem Provider, bei einem Discounter kauft. Dazu gibt es einen separaten Vortrag, den ich morgen halten wollte, wozu ich aber leider nicht komme. Den gibt es dann wieder auf der No-Spy-Konferenz oder im Dezember auf dem Kongress. Nicht-Trackbarkeit bei normaler Telefonie ist natürlich null. Ja, der Mobilfunkprovider weiß schneller, wo ich gerade bin oder wo ich gerade unterwegs bin, als ich. Erreichbarkeit ist in der Regel sehr gut. Sprachqualität und so weiter ist inzwischen auch weitgehend gut. Es sei denn, man hat E+. Da gibt es, naja, ihr wisst schon. Wer weiß was? Der Mobilfunkprovider weiß alles. Wo ich bin, mit wem ich telefoniere, wer ich bin. Ja, also der überwachungskritische Albtraum. Szenario 2, SIP-Adresse und Freifunk, war einfach nur mal so nur für den Spaß, ob es funktioniert, wie es funktioniert. Anonymität ist hoch bis sehr hoch. Nicht-Trackbarkeit ist ebenfalls hoch bis sehr hoch. Erreichbarkeit ist nur eingeschränkt, nämlich dann, wenn ich irgendwo ein WLAN habe oder ein Freifunk, dann bin ich erreichbar und ansonsten eben nicht.
So, für die Al-Qaida-Gruppe Stuttgart-Killesberg reicht es, ja. Für normale Menschen, die reicht es eher nicht. Wer weiß was? Der SIP-Registrar, also zum Beispiel ich selbst, kennt die IP des Freifunknetzes, weiß also gerade, über welches Gateway ich komme, aus Niederlande oder Frankreich, sonst irgendwas. Der SIP-Registrar kennt auch meine E-Mail-Adresse, weil ich sie ihm bei der, vielleicht auch eine Wegwerfadresse, die ich ihm bei der Registrierung genannt habe. Der SIP-Registrar kennt auch meine Gesprächspartner, aber niemand kennt meinen Standort. Also schon fortgeschrittener Paranoia-Level vielleicht. SIP-Telefonnummer und Freifunk, Anonymität keine, weil der SIP-Anbieter mit der, ja, weiß, wer ich bin, sonst geht er mir keine Telefonnummer. Erreichbarkeit gut, auch aus dem Telefonnetz. Wer weiß was? Der SIP-Anbieter weiß gerade meine IP, weiß, wer ich bin und weiß, mit wem ich telefoniere, ja, welche Telefonnummer ich gerade anrufe. Niemand kennt meinen Standort. Ein, ja, akzeptables Szenario. Your mileage may vary. Und SIP-Telefonnummer per 3G oder SIM, also per MIFI. Okay, per 3G SIM, also mit der eingebauten SIM im Telefon eingebaut, beziehungsweise das Ganze per MIFI. Das ist das Szenario, von dem ich eben gesprochen habe. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo es Freifunk oder ein offenes WLAN gibt, natürlich darüber und ansonsten dazwischen über MIFI. Erreichbarkeit gut bis sehr gut, ja, auch aus dem Telefonnetz, weil ich ja SIP-Telefonnummer habe. Wer weiß was, der SIP-Anbieter kennt die IP des MIFI, ne, und kennt meine Identität, weiß, mit wem ich telefoniere. Der Mobilfunkanbieter für das MIFI kennt meinen Standort und die E-Mail des MIFI und eine Identität zur SIM, sieht aber nur Datenströme. Da können wir jetzt nochmal argumentieren, mit VPN wäre das Ganze nochmal eine Nummer sicherer. Ja, ist so. Empfehlung SIM-Tausch und MIFI-Tausch, das habe ich eben schon mal angesprochen, aber auch die schützen nur bedingt. Ja, da gab es, wie gesagt, aus der beim letzten Mal gab es da Feedback aus den, von den Teilnehmern, machte da keine Illusionen. Die Software weiß innerhalb von einem Tag, zwei, nachdem du gewechselt hast, dass ihr gewechselt habt und wer ist. Kann ich nicht beurteilen, da bin ich für Material zu, bin ich dankbar. Augenblick. Mein Fazit, also der Selbstversuch hat funktioniert. Ich war recht zufrieden damit. Ja. Die Probleme, die ich hatte mit dem WLAN, die waren halt vielleicht auf meine Geräte zurückzuführen. Ja. Hier die Android oder vielleicht das hat so eine extra Batterie hinten dran, vielleicht hat das den WLAN-Empfang da zu stark beeinträchtigt. Hiermit mit dem reinen WLAN-Telefon hat es ganz gut funktioniert. Also ja, WLAN-Qualität war eben ein kritischer Punkt an der Stelle. Mit DECT hat's auch, ne? Oder LAN hat sehr gut funktioniert, aber ich habe ja eben schon gesagt, von wegen, lasst ihr mich mal in eure Fritzbox stöpseln, ich muss kurz telefonieren, das wird halt keiner tun. Also, ja. Doof, keine SMS, das hat die Praktizierbarkeit dieses Themas doch deutlich eingeschränkt, beziehungsweise die Menschen, mit denen ich häufiger SMS geschickt habe, die habe ich dann nach und nach alle dann gebeten, macht Chat Secure mit mir oder Threema. Und die Umstellung auf die VoIP-Nummer, die hat überraschend gut funktioniert. Ja? Da war ich echt überrascht. Es ist halt so, man kann bei diesen VoIP-Anbietern kann man eintragen, welche Telefonnummer übertragen wird. Also welche Telefonnummer halt beim Empfänger oder beim Angerufenen im Display erscheint. Und da kann ich dann angeben, ob meine Mobilfunknummer dort angezeigt wird oder ob meine VoIP-Nummer dort angezeigt wird. Und so kann ich dann halt zum Beispiel in dieser Migrationsphase dann steuern, was die anderen sehen und welche Nummer sie zurückrufen. So, damit wäre ich soweit durch. Kurzer Werbeblock nochmal. Deine Frage bitte. MIFI.
Ja. Ja. Ja, es ist Konkurrenz zu ihren Sprachdiensten, ja, wenn du halt über den Datendienst VoIP machst. Also ich habe gemerkt, es klappt nicht so toll. Also es ist nicht vergleichbar, also ja, wie wenn du eben eine normale, wie wenn du GSM-Verkehr hast, also normalen Handy, ja. Es war schlechter. So, etwas schlechter. Also da war für mich subjektiv ein geringer Qualitätsunterschied. Ja. Aber es hat mir eben jemand aus dem Auditorium gesagt, da wird die Packet Inspection gemacht, da wird der VoIP-Traffic erkannt und wird gedrosselt oder als erstes weggeworfen oder er wollte nicht so sehr ins Detail gehen, aber wenn da jemand, wie gesagt, Material dazu hat, nicht nur hören, sagen, das wäre sehr nett. Es ist halt so, wenn du dir so einen Mobilfunkvertrag anschaust, so ein Mobilfunkangebot, da ist unten Kleingedrucktes und da steht Peer-to-Peer, ich glaube Videotelefonie und eben Voice-over-IP-Telefonie ist eigentlich nicht vorgesehen, nicht erlaubt, bla bla bla. Also du bist dann da. Was die AGBs angeht, zumindest schon Grauzone. Ja, bitte. Also die Frage war nach den Codecs. Also die Software, die Sprache in Daten und Daten wieder in Sprache umwandelt. Dann war auch der Hinweis, wie es mit der Zuverlässigkeit aussieht. Du hast normale Telefone geführt, Telefone, normale G3 oder GSM-Telefonate geführt von München bis Köln ununterbrochen. Geht es damit auch? Ich glaube nicht, dass es damit geht. Also du brauchst halt überall durchgängig eine vernünftige, wenn du wirklich hier mit MiFi oder irgendwas unterwegs bist, brauchst halt überall eine durchgängig gute Abdeckung, Datenabdeckung, die wirst du nicht überall haben, in irgendwelchen Tunneln und so hast du die garantiert nicht. Du hast nach der Bahn gefragt, ja, wie gut ist die Internetversorgung in der Bahn? Also die Telefonabdeckung von Bahnstrecken ist ja teilweise schon schlecht. Gleiches Spiel, wenn du keine Datenverbindung hast, hast du halt eben auch kein VoIP oben drüber. So, und die Frage nach den Codecs. Ja, Codecs, ja. Nächste Frage. Nein, also so tief bin ich nicht eingestiegen. Es ist halt so, hier, das Teil kann halt irgendwie, das ist 10 Jahre alt, das ist, glaube ich, bei IEEE 7.2.21 oder so stehen geblieben. Ja. Während du bei neuen VoIP-Telefonen oder auch bei den Softphones auf Android oder auf den, ne, da kannst du dir sämtliche Codec-Varianten aus den letzten 10, 15 Jahren aussuchen. Auch diese neuen 722, das ist, glaube ich, der besonders effizient komprimierende und besonders gut geeignete. Also da gibt es alles. Aber da bin ich nie besonders tief eingestiegen, weil es musste für mich einfach nur funktionieren. Und ja, es ist halt so, du musst halt, beide Endgeräte müssen das können, beziehungsweise wenn du ein normales Telefon anrufst, muss die Vermittlungsstelle auf der anderen Seite, muss es auch können, muss mit den gleichen Codec haben oder die handeln, glaube ich, den geringsten Codec aus oder den besten Codec, den sie beide können. Und wenn du halt dann nicht von fortgeschrittenem VoIP-Gerät zu fortgeschrittenem VoIP-Gerät telefonierst, dann landest du in der Regel bei irgendeinem alten Codec und nicht bei den Best of Breed, Top Notch, neuesten Sachen. Bitte.
Es ist eigentlich andersrum. Es gab eine App von Zipgate, die haben die eingestellt vor, keine Ahnung, 2, 3 Jahren, weil die sagen, die Softphones, die es gibt, ob das jetzt CZip Simple ist oder LumiCall oder sonst irgendwas, die sind so gut, nehmt euch irgendwas anderes aus eurem bevorzugten App Store und nehmt das und nehmt nicht mehr unsere eigene App. Und es gibt auch selbst im F-Droid Store, also wenn du jetzt nicht Google-mäßig unterwegs bist, ich habe hier zwei Handys ganz ohne Google, nur mit F-Droid drauf, da gibt es auch 3, 4, 5 verschiedene Softphones, wo du dir auswählen kannst, welches du haben möchtest. Ja? So, zu deiner Frage, ob der Traffic maskiert werden kann. Ich bin jetzt nicht so tief in dem Thema drin, wie die Packet Inspection, wie die es tatsächlich machen. War eine Idee, die ich natürlich auch hatte. Ja? Lasst uns was Neues basteln, irgendwas Quelloffenes hernehmen und Dummy-Pakete einpacken oder irgendwie Padding mit Zufallszahlen hinten dran oder sonst irgendwas, um zu verschleiern, dass es sich hier um echten VoIP-Traffic handelt. Machen. Geht natürlich nur, wenn du beide Seiten kontrollierst, ja, was also bei einem dieser kommerziellen Provider nicht geht. Aber wenn du deinen eigenen SIP-Server aufsetzt für deine Al-Qaida-Gruppe Frankfurt-Bogenhausen oder so, dann kannst du es natürlich gerne tun. Ich würde mich dann über Feedback freuen oder Info freuen, wie es funktioniert hat für die nächste Auflage des Talks. Oder komm einfach November nach Stuttgart, ist nicht weit von hier, und halt einen Talk zu dem Thema. Hier SIP für echte Profis, nicht nur so oberflächlich, wie der schon mal das gemacht hat. Okay? Noch Fragen? Ja, bitte. Ja, da gibt's, genau, also es gibt mehrere Leute, die sich an dem Problem SIP ohne SMS stören, aber ich habe es bei vielen Apps inzwischen gesehen, dass die da was anbieten, aber noch nicht irgendwie gesehen, dass tatsächlich auch der Provider das mit angeboten hat. Mehr als Google schlau bin ich an der Stelle leider nicht. Ich habe nur festgestellt, es gibt da eine Tochter von Zipgate, nämlich SimQuadrat, die verschicken SMS, die kommen per E-Mail. Die haben da so ein SMS nach E-Mail-Gateway. Also solche Sachen könnte man da vielleicht drüber nachdenken, solche Gateways, SMS nach Mail und Mail nach SMS. So, in 5 Minuten habe ich hier gleich den nächsten Talk. Von daher vielen Dank, dass ihr da wart. Gerne im November wieder oder im Dezember auf dem Kongress. Vielen Dank.